Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder uns einigen Nebenquests gewidmet. Wir haben wieder alle abgeschlossen und müssen mit der Story weiter fortsetzen und müssen die Story weiter fortsetzen. So, und ja, wir bereiten uns noch ein bisschen aufs Turnier vor und ja, eigentlich nicht so, aber okay, ich bin da. Ich habe uns schon mal hier hingebracht zum Kami aus, weil ja, wir wollen am Turnier teilnehmen und Vegeta hat sich darauf gedacht, ja, ich nehme auch mal am Turnier bei. Und dann kam Son Goku und hat in unseren Köpfen hier gesprochen und gesagt, ja, ich nehme auch mal am Turnier teil, weil ich kann einmal einen Tag hier auf die Erde zurückkommen und ja, das mache ich dann, um am Turnier teilzunehmen. Und ja, wir überbringen jetzt die frohe Botschaft, dass Son Goku wieder da ist für einen Tag an unseren Familien und Freunden. Und ja, das haben wir jetzt gerade gemacht. Tenkaichi Budokai ka. どれぐらいの賞金が出るんだ?うわ。と、優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で100万ゼニーかな。出場しろクリリン。私も出る。そうだよ、マロン。頑張って。 たくさんお金をもらってくるからね。はい。パパママ頑張ってね。よし。パパ頑張っちゃおうかな。おい、キッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ? Wow, wie kannst du es eigentlich wagen, du kleiner, ich meine, was ist das für ein merkwürdiges Zeug auf deinem Kopf? Du meinst meine Haare? Ja, das sieht kacke aus. Hättet ihr zurückwerfen müssen. Also du mit Haaren siehst auch nicht gerade stylisch aus. Was? Ist da jetzt gerade eine Quest aufgetaucht, willst du mich auf den Arm nehmen? Aber ich hatte gesagt, er hat mich wahrscheinlich C18 gegen die Wand geklatscht oder so, ne? So, sagt mir nicht, hier sind schon wieder neue Quests aufgetaucht, mein Gott. Okay, eine, gut, eine. Wir haben noch nicht ihr Serienabzeichen. Ich nehme an, das kriegen wir hier durch, ne? Weil ich habe, es gibt so eine Kombination, Krillins Haushalt und ich habe Krillin, ich habe Maron, aber ich habe noch nicht C18. Ja, das kann man. Das kennt man ja gar nicht von dir. Normalerweise säufst du nicht so C18. Was ist mit dir los? Es ist Krillin. Krillin? Ich weiß, was los ist. Hoffentlich wirklich sehe nicht so neugierig. Wirke ich nicht so neugierig, wenn ich nachfrage. Besorgter Cyborg. Was ist denn mit Krillin los? Er hat in letzter Zeit nach einem Job gesucht. Jetzt, da es keinen Grund mehr zum Kämpfen gibt, braucht er eine geregelte Arbeit. Aber er hat sich noch nie mit was anderem als Kampfkunst beschäftigt und besitzt deswegen auch keine richtige Berufserfahrung. Also er hat ja noch keine Angebote bekommen. Das scheint ihn ziemlich mitzunehmen. Oh ja, das klingt hart. Ist schon seltsam, ihn so zu erleben. Es muss etwas geben, das ihn aufmuntert. Wow, du bist echt eine tolle Ehefrau, C18. Verstehe mich nicht falsch, es muss für Maron wieder fröhlich sein, nicht meinetwegen. Es ist mir doch sowas von egal, ob er bedrückt ist. Eigentlich macht er mich sogar richtig sauer. Auf jeden Fall möchte ich, dass du ihn wieder aus diesem Loch rausholst. Fällt dir was ein? Was? Oh, mal sehen. Ernsthaft, ist das alles, was ihm Sorgen bereitet? Bulma? Ich dachte mir, ich komme mal kurz vorbei, aber wie es aussieht, machst du dir Sorgen wegen deines Mannes. Maron macht sich Sorgen, nicht dich.
Ja, okay. Eigentlich bin ich total neidisch auf dich. Mein jämmerlicher Ehemann sucht einfach überhaupt nicht nach Arbeit. Sie klingt total wie meine Mutter. Die macht meinen Papa immer Stress, weil er keinen Job hat. Wenn du mich fragst, geht Aufheiterung bei einem Mann durch den Magen. Durch den Magen? Ganz genau, wenn Vegeta-Training nicht gut läuft, kriegt er einen richtigen Anfall. Um ihn zu beruhigen, gebe ich ihm einfach was Leckeres zu essen. Und voilà, er ist wieder vollkommen normal. Normal, selbst wenn er normal ist, ist Vegeta nicht gerade ein Sonnenschein. Und das mal kein Beweis dafür ist, dass Männer leicht zu durchschauen sind, weiß ich auch nicht. Das ist ja alles schon gut, aber ich bin nicht gerade die größte Köchin unter der Sonne. Kein Problem, mein Vater und ich können einen Roboter bauen, der das Kochen für dich übernimmt. Sag ihm einfach, was du möchtest und er bereitet es in 0, nichts vor. Ich bin ein Roboter. Das kommt irgendwie komisch rüber. Das könntest du tun? Ja klar, aber du musst für die Grundlagen sorgen. Die besten Gerichte davor und die besten Zutaten. Wie gut das Son Gohan gerade hier ist. Er kann dir dabei helfen. Was, ich? Das dürfte auch kein Problem für dich sein, oder? Bitte, Son Gohan, es ist für Krillin. Für Maron. Ich meine, für mich. Verdammt. Ja, okay, ich helfe. Ich hoffe wirklich, ich habe das alles schon. Ich habe gesagt, für die Flussgarnelen habe ich nicht. Die war ja gar doch. Das ging ja schnell. Wie hast du das denn gemacht? Magie. Ich bin wieder da und ich habe die Zutaten. Gott sei Dank, ey. Ausgezeichnet, hier ist auch alles bereit. Der Roboter wird gerade ins Flugzeug geladen. Jetzt geht's los. Ja, ich bin schon gespannt, auf welche Gerichte das Ding zaubern kann. Ja. Hm, was ist? Sie ist schon eine ganze Weile so. Egal, geben wir die Sachen in den Robotern und lassen uns bekochen. Genau, das dürfte Clean im Nu aufmuntern. Moment mal. Was? Was ist? Stimmt was nicht? Könntest du dieses Gewürz reinmischen? Das mag Krillin am liebsten. Ah, ich verstehe. Das fehlt noch die magische Zutat. Liebe. Hey, schau dich nur an, C18. Du kennst deinen Göttergatten richtig gut. Das wirklich hat einen Unterschied. Essen ist Essen, oder nicht? Weißt du, Son Gohan, so einen Spruch hätte ich von deinem Vater erwartet, aber nicht von dir. Vielleicht bist du ja doch zu sehr Saiyajin. Ja, sieht aus, als hätten wir alles. Also probieren wir den Knaben mal aus. Alles klar. Zum Glück durchsuche ich mal die ganze Welt durch irgendeinen Mist und sammle einfach alles ein, was mir unter die Nase kommt. Dann haben wir C18. Okay. Kann ich die Familie auch irgendwann mal ein Ding reinpacken in der Community? Das war der Hammer, richtig toll und es hat alles super geschmeckt. Danke, C18. Ich fühle mich wie verwandelt. Gut, und da du jetzt wieder verwandelt bist, musst du ja schnell deine Arbeit suchen. Genau, ich bin schon dabei. Mann, das Essen war nicht von dieser Welt. Puh, okay, damit sollte das erledigt sein. Aber ich hoffe wirklich, dass Krillin eine gute Arbeitsstelle findet. Als Bulle, ja. Ich bin hier in Dragon Ball Super, ist ja Polizist, ne? Also ja. Aber erstmal hier. So, das ging zum Glück relativ schnell. So, Gottes Versteck, genau. Habe ich echt sogar vergessen. Okay. Jetzt machen wir hier eine Quest, dann kommt direkt wieder eine Nebenquest. Pass auf. Hey, einen Moment, ich weiß, ob wir jetzt gleich wiedersehen. Ich glaube nicht, dass Dende mitmacht. Ich glaube, bis jetzt noch nie gekämpft. Hey, Dende, guck mal, wie groß der geworden ist. Ich bin mehr ein Heiler, ein Weißmagier. Die Farben passen auf jeden Fall. Turban ist schon lange in. それではまた。
Oh. Dafür habe ich Erfahrungspunkte bekommen. So, pass auf. No. Oh, ich habe keine Mission gerade. Aber ich weiß ja, wo ich hin muss, ne? Alles klärchen. Hallöchen, Puppöchen. Hm. Oh, da steht was Neues. Videl drängt Zongoan dazu, dem Weltturnier beizutreten. Kurz danach erfährt er, dass sein Vater vor einem Tag aus dem Jenseits zurückkommt, um ebenfalls am Turnier teilzunehmen. Sag bloß. Gehen die Design nie aus? Dampfer, kaufe ein paar Sachen. Toll, toll, super toll. Ja, pass auf jetzt. Nee. Okay. Bereit für Son Goku. Stimmt, da kommt er noch was. Warum reden die so leise? Ich dachte, ich bilde mir ein, aber die gehen echt voll leise. Vergiss die Hausaufgaben. Am nächsten Tag. まあ、よし来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい。スーパーサイヤ人にか。そいつは5点にはまだちょっと無理かな。 vielleicht auch. Alles klar. Ah, komm mal her. Jetzt hat das Spiel angefangen, ne? Mit Son Goku und Son Gohan damals. So. Kann sogar theoretisch zum Zweifeln werden. Ab und zu. Die Betäubung geht viel zu schnell weg, finde ich. Ey. Oh. Ja, diesmal bin ich ausgewichen. Was machst du jetzt? So, boom. Natürlich würde ich noch weggehauen, ey.
Oh, was zum Son Goten Attacke, was? Boom. Jetzt noch den hier und tschüss. Das waren 1 Million Erfahrungspunkte, ey. ごてんがスーパーサイヤ人になれたのは嬉しい誤算だった。おかげでいい修行になって助かったよ。そういえばもしかしてトランクスくんもスーパーサイヤ人になれるのか。うん、そうだよ。兄ちゃん苦労したんだけどな。 まあいいか。 今日はここまでにして帰ろう。うん。オッケー。本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。違うって言ってるでしょ。あ、よくここがわかったね。名簿を見れば簡単よ。それより。 空を飛ぶの教えてくれる約束でしょ。あ、もちろん教えるよ。ふーん、おめえお礼だとか言ってご飯ちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。そんなことするわけないでしょ。いいだ。<笑>静かに修行したかったのに。 No, da ging's schnell. すごいじゃないか。たった1日で受けるようになったなんて。そうかしら。さっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけど、ゴテンはもともと木のコントロールがバッチリできてたんだ。そこまでできればあとはどうってことないさ。すぐに飛び回れるようになるよ。また明日も来るわ。え、 木のことをもっと知りたいわ。それとも私がいたら迷惑？え、いや、そんなことはないけど。じゃあ明日ね。あ、そういえばピーテルさんの髪の毛だけど、もっと短くした方がいいと思うよ。え？ ショートヘアの方がご飯くんの好み？え？いや、好みとかじゃなくて試合するんだったら短い方が有利だと思ってさ。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。お姉ちゃん、 Am nächsten Tag. Und ja. Ich glaube, Videls Frisur habe ich auch mit meinem Charakter in Dragon Ball Xenoverse. Ja, war glaube ich die Frisur nur halt im Braun, ne? Also ja, wenn ich mich nicht irre. So, boom. Wieder Seelenabzeichen. Das ist mir irgendwie voll spät irgendwie aufgefallen, als ich am Zocken war von Xenoverse 1 und 2. So, was kommt jetzt noch alles? Ja, am liebsten direkt zum Turnier gehen, da wäre jetzt awesome. Vegeta und Trunks bereiten sich ebenfalls auf ein Turnier vor und trainieren unter den harten Bedingungen in der Gravitationskammer der Capsule Corporation. やっぱりこのままじゃ辛いや。スーパーサイヤ人になろうっと。
Noni? Lakchin, Lakchin! Heute, Itzkara? Chotanjanai, den Sitz noch sehen, du warst das Super Saiyajin. Ne? Was sagst du? Trunks. Hoi! Son Gohan no Ototo mo narelu no ka? Super Saiyajin ni. Hoi! Marude Super Saiyajin no Bar. Na. Berühmter Spruch. Donut der Garuda. Mattak. Da kommt so eine bedrohliche Musik. Jetzt wird gerade irgendwie, weiß ich nicht. Ich dachte erst, ich müsste mit Vegeta gegen Trunks kämpfen, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Au. Mein Genick. So, wenn jetzt nicht noch ein Haufen Nebenquests wieder kommt, dann dürften wir eigentlich schon relativ weit kommen, so, ne? Storymäßig nehme ich jetzt mal an. やっぱりビデルさんは只者のではなく10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。おかげで僕たちはやっと5点と2人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる。天下一武道会の日は近い。なお、アップ。 Son Gohan gegen Son Gohan, als der erste, als der einzige Story-Kampf, den ich machen musste zwischen der Zeit. Alles klar. Tenkaichi Budokai mo majika ni semari. Sorezore no shitsujou yotei senshu tachi wa shugyou no saigo no shiage ni sei o dashite ita. Da ist unser Hauptcharakter. Soして, yoyo hajimatta. Hontou ni hisashiburi no Tenkaichi Budokai ga. Toto Tenkaichi Budokai no hi ga kichatta na. Kiai irete yūshou suru zo. Wir werden eher überrascht sein, wie du aussiehst, den Klamotten. Oh, da kommt sogar noch was. Okay. Gut, dann gehen wir mal zum Weltturnier. Weltturnier Arena. Cool. Wir waren doch relativ schnell hier schon im Turnier. Der Tag des Turniers kommt und Son Goku ist endlich wieder mit seiner Familie und seinen Freunden vereint. Die Gruppe betritt die Arena. Wer wird als Sieger aus dem Turnier hervorgehen? Tja, keine Ahnung. Schön. So, wenn man natürlich erstmal Quest, wenn wir können. Noch mal einen riesigen Bogen darum. Hallo. Warte, du da. Wie? Was ist? Ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Hilfst du mir? Die gute alte Zeit. Okay. Ja klar, ich gebe mein Bestes, aber warum ich? Hey, das Outfit, deine Ausstrahlung. Du bist doch Son Goku, oder? Ich bin Son Gohan. Son Goku ist mein Vater. Hm? Du siehst ihm sogar ziemlich ähnlich, aber du bist zu jung, um tatsächlich Son Goku zu sein.
Oh, ich verstehe. Er und diese unbekannte Kämpferin haben geheiratet und du bist deren Sohn. Hm? Wer bist du? Weltturnieransager. Weltturnieransager. Oh, Entschuldigung, ich bin der Ansager für das Weltturnier. Er hat keinen Namen, einfach Weltturnieransager. Ach ja, ich werde beim nächsten. Ach ja, ich werde beim nächsten Weltturnier antreten. Wirklich? Heißt das, Son Goku tritt auch an? Ja, mein Vater wird auch da sein. Was war ein wunderbarer Tag. Ich kann es nicht abwarten, ihn wieder kämpfen zu sehen. Seitdem waren alle Teilnehmer nun ja fürchterlich. Wow, so schlecht, was? Wenn du Son Goku wärst, hätte ich dich gefragt, ob du am Turnier teilnimmst. Son Goku und seine Freunde sorgen immer für eine tolle Show. Oh, okay, jetzt verstehe ich's. Sekunde mal. Nur um sicher zu sein, ihr Typen seid nicht schwächer geworden, oder? Oder? Ich glaube nicht. Verzeihung, ich mache mir häufig unnötige Sorgen. Gleichwohl möchte ich mir gerne sicher sein. Zeigst du mir, wie stark du bist? Klar, das könnte ich, aber wie soll ich es dir zeigen? Gute Frage. Hm, mal überlegen. Das ist ein Stichwort. Hm? Hm? Was ist los? Was meinst du mit was ist los? Lauf! Ein Roboter dreht durch und richtet ein wahres Chaos an. What? Irgendein Trottel wollte das Ding dazu bringen, beim Weltturnier anzutreten. Aber Roboter dürfen nicht teilnehmen. Ja, er wurde am Empfang abgewiesen. Aber genug davon. Das Ding hat die Kontrolle verloren und ist durchgedreht. Nichts kann es aufhalten. Wo ist der Roboter jetzt? Das verfluchte Ding hat mich gejagt. Es muss irgendwo vor uns sein. Alles klar, danke. Ich kümmere mich um diesen Roboter. Bist du ja sicher? Es ging nach einer ziemlich gefährlichen Angelegenheit. Oh, das sollte kein Problem sein. Ich bin gleich zurück. Oh, ich mach mal schnell irgendwas hier fertig und zeig dir, wie stark ich bin. Boom. So. Perfekte Landung fast. Du schon wieder. Oh, das muss ja wohl sein. Er ist zu nahe bei der Stadt. Ich muss irgendwo anders hinlocken. Okay, die Szene war notwendig. Jetzt schmeiß ich dich zurück in die Stadt. Pass auf. Falscher Knopf. Falscher Knopf schon wieder. Oh. Oh. Boom und nicht tot. Schade. Nicht schießen, ich wusste, du schießt, also ist das echt. Und weg besser. Ich habe dich schon mal, ich habe dich doch schon mal besiegt, ey. Was auch Pilafs Maschine, Mann. Sollte genügen, ich sollte zurückgehen. Wow, du hast den Roboter schon erledigt? Ja, war kein Problem. Kein Wunder, du bist schließlich Son Gokus Sohn. Ich will dich unbedingt beim Turnier kämpfen sehen. Ich werde dich anfeuern. Okay. Okay, das Fanfoto. Ich will von den Seelenabzeichen kommen. Komm. Jawohl. Und ich bin aufgestiegen. Das war auch gut. So. Nochmal zur Sicherheit. Nein, alles klar. Dann mal ab zum Turnier. Sehr gut. Wird bestimmt auch lustig. Wenn du jetzt fortfährst, kannst du bis zum Abschluss des Spiels Folgendes nicht tun. Lass Chichi komplett Menüs zubereiten. Lass Bulma Schwebeautos, Bibetal, Robo-Walker bauen. Erstatte Buten Roshi über den Fortschritt bricht. Okay. Ich habe jetzt nicht wirklich, mich interessiert jetzt nicht wirklich diese ganzen Sachen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Kochen tue ich nicht. Oh. Das Weltturnier beginnt. Der Tag des Kampfsports Weltturniers ist schließlich gekommen. Nun haben Son Goku und Krillin die Gelegenheit, ihr im Training erlangtes Können auf die Probe zu stellen. Son Goku trifft Bulma, Pool, Olong und Yamshu wieder. Letzteres hat alleine in den Bergen trainiert. Monroshi gibt seinen Schülern spezielle Uniform, um zu zeigen, dass sie zur Schildkrötenschule gehören. Die Jungs sind bereit für das Turnier.
Okay, so, nee, kochen brauche ich nicht. Autos herstellen brauche ich nicht, das ist auch ein Erinnerungsdingen. Und Muten Roshi, das Dingen brauche ich eigentlich auch nicht, also. So, noch mehr Erinnerung. Piccolo und Gott, gespaltene Persönlichkeiten. Son Goku und Piccolo Junior treten beim 23. Kampfsportweltturnier gegeneinander an. Piccolo Junior offenbart, dass er die Reinkarnation keines geringeren als des gefürchteten Dämonenkönigs Piccolo ist, wodurch in der gesamten Arena Panik ausbricht. In der Hoffnung, Piccolo Junior zu töten, schleicht sich Gott verkleidet ins Turnier. Den Dämonenkönig zu töten würde jedoch auch bedeuten, sich selbst zu töten. Da er eine derartige Situation vermeiden möchte, kämpft Son Goku weiter. Alles klar. Gut. Ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt und fangen das Turnier an, ne? Wie gesagt, die ganzen anderen Sachen brauche ich jetzt nicht wirklich, also. Ja, machen wir weiter. Fangen wir an. Bis zum Abschluss des Spiels. いたいた。ご飯遅かったじゃないか。すみません。ところですごい人ですね。本当ね。ああ、鬱陶しい。 ミスターサタンが着いたらしいぞ。ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。全世界のサタンファンの召喚、お待たせ。 はい、サタン。すごい人気なのね。あ、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か？ Machenschaften des bösen Zauberers Babidi. Der Plot beginnt. Oh, weil man im Hintergrund hört, geil. We Got Power ist im Hintergrund. Ein zweites Intro. Feier gerade das zweite Intro im Hintergrund läuft, ey. Das ist awesome. Ach, wird das Kinderturnier einfach untersprungen? Okay. Na, Gott, ich
Na, spiele ich einen von den beiden? Ah, tatsächlich. Okay, cool. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Obwohl ich ja schon wusste, dass man einen bestimmten Charakter noch spielen konnte. Was sie gefunden, Trunks? Okay. Jetzt bin ich auch direkt hier packen können noch. Mein Gott. Okay, hat Kinderturnier, kommt gar nicht hier vor. Na, egal. Da gab es sowieso nur Son Goku gegen Trunks, also. Ist auch wirklich einzige interessante, was da passiert ist. Ich glaube, mein Großvater verfolgt mich. So, da bist du. Vielleicht war da ein Filler, ich bin mir nicht sicher. Nehme ich jetzt mal nicht an. よし。迷子になってたことにしようぜ。俺、ごてを探してたことにするから。え？僕が迷子になるの？しょうがないだろ。年上の俺が探してた方がそれっぽいし。じゃあ、ごて。あ、もうずるいよ。トランクスか。オッケー。あ、あ、Hilfe。 Hilfe. Wer war jetzt der Sinn von dieser Szene? Ich mal ganz ehrlich. Oh. そう、よトランクス。あんたも年上なんだから、フラフラしないの。ごめんなさい。じゃあ、そろそろ試合会場に行きましょうか。だな。これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべ。ごてんちゃん、いいだな。うん、わかった。あ、え。 Was war jetzt der Sinn von dieser kleinen? Was war jetzt der Sinn für dieses kleine Segment hier irgendwie? Keine Ahnung. In der Zwischenzeit haben Son Goku und die anderen die Arena rechtzeitig zur Auswahlrunde erreicht. Also um zu zeigen, ach übrigens, du kannst auch Son Goku steuern. Was sollte das? Sieht gar nicht aus wie Kampfsport bei die Hälfte. それでは、ただいまより、天界希武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は、例年より多くなっております。その中で出場できるのは、予選を勝ち抜いた、わずか16名の選手。ですが、チャンピオンであるミスター・サタン氏は、無条件で出場できることになっておりますので、残る15名を、ただいまから選ばせていただきます。
Ja, ist eigentlich voll dämlich, ne? Weil es, wenn du irgendwie voll der schnelle Kämpfer bist, ne? Und überhaupt keine Kraft hast, ne? Dann wäre voll dämlich. チャンピオンであるミスター・サタンの数値を超える選手が現れるのか期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。 Und so nahm die Auswahl für das Weltturnier ihren Lauf. Von ihrer übermenschlichen Stärke konnten sich Son Gohan und die anderen sehr schnell Startplätze im Turnier sichern. Ja, wir sehen leider nicht, wie Vegeta die Maschine geschrottet hat. No, hi. Geheimnisvolles Kind, Shin, Helfer des geheimnisvollen Kindes, Kibito. ぜひ握手だけでも。よ、よろしく。なるほど。噂通りいい魂をお持ちだ。え？では。 失礼します。な、何者だ、ソン。わかり。だが、俺たちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうな。あの二人以外は大したことはなさそうだな。なんだあいつら。 Metunier Teilnehmer Spopovich und Yamu. Ja, die beiden sehen auch sehr verdächtig aus. Kakuして始まった天下一武道会。抽選の結果、Z選手たちはうまくばらけることができた。だが、1回戦の第6試合では、悟空とベジータがいきなり波乱の抽選結果となった。いや、だとはクラス。そして1回戦が始まり、第1試謝は、クリリンがあっさりと。なんか、unbedeutenden Nebencharakter。続いて、どうしてだ？こいつとはなぜか戦いにくい。 初めて会ったやつなのに。何者なんだ？一体こいつは？そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。すまない。危険する。え？あ、あの危険って戦わないんですか？そうだ。そうか。 彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているのかも。ではどんどん行きましょう。次は第3試合です。ピーテル選手対スポポビッチ選手。Oh Gott. Der unangenehmste Kampf in ganz Dragon Ball Z. まさか。なんでしょうか。 Nein, der bin ich nicht. Da erinnere ich mich noch dran. Ja. ガイオシン様だ。ガイオシン。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。よ、4人の海王様の頂点に立つ大海王様。さらにその上に海王様たちの神がいるという。 Er muss ja ein richtiger Badass sein. Das habe ich auch das erste Mal gedacht, als ich den gesehen habe in der Serie. Aber ja. Nanimo Yuna.
Weil Piccolo hier voll die Panik kriegt, ey. その続く第三試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチ。Ah, man sieht ja nicht wirklich, was hier alles passiert. Schade.Das bricht ihm das Genick. Ach halt, warte. Spopovici. Spopovici.ポポビッチ、許さないぞ貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつは。あいつをやっつけて。うん、次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わっ、シール取ってきたぞ。よかった。Hat dich dein Vater gerade in diesen Raum teleportiert? ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだからきっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。Und wieder fette. Leider kein Senkai-Boost. Muss schön sein, Saiyajin zu sein, ne? Also bin mal gespannt.スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことをそれに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になって。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ご飯、
Piccolo-san. Nanda Piccolo? Nanka aru ka? Na, nani ka wa wakaranai. Da, da na. Gohan-san wo riyou sasete itadakimasu. Moushiyaki arimasen. Soshite, minasan wa kore kara nani ga okottemo shibaraku ugokanai de itadakitai no desu. Doka yoroshiku. Nani? Doyu koto da? Wake no wakaranai yatsu no iu koto nado kiken. Shoutai o ie. Kono okata wa Kaiyōshin sama da. Subete no Kaiyō sama tachi no kami da. Aber ich bin doch noch hier. Sagt Vegeta einfach noch. Ja, anta no kibou dōri narimasu yo. Nande ka shiranai keredo. Super Saiyajin. Omake ni sara ni sono kabe o koeta Super Saiyajin ni made natte agemashou ka? Nani? Sara ni kabe o? Ich habe einfach mal diese Werkzeuge mit sich. エネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです。まだ何もしないで。大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒に あなたたちも来てください。 とても助かります。 どうするよ? 悟空。 ほら、ついていくさ。 あの海王神様が助かるって言ってんだからよ。 それにこうなったわけよ。 絶対知りてえからな。 Also folgen wir einfach diesen Typen, der uns einfach nichts erklärt. これも行こうかな。 ふざけるな、カカロット。 俺たちの対決はどうなったんだ? でもよ、今それどこじゃねえじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんなやつのことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。クソったれ。 貴様は1日しかこの世界にいられないんだろう。あったらおめえもついてこいよ。ここでやろうぜ。行くぞ。ご飯のこと任せて本当にいいんだな。大丈夫だ。孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。 多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おい。お、Kollege、um was geht's denn jetzt? あの二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい。地球では
やっと人類が2本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。ビビディバビディブー。Falls euch das noch nie aufgefallen ist. もういいぞ、孫悟飯。Wahrscheinlich jeden auf diesem Planeten schon mal aufgefallen. なおってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん。危なくなったら、絶対逃げるって約束できる？うん。わかった。行こう。あ、頑張ろう。魔人ブーですか？なるほど、そんな。Cool story, bro. でも、スポポビッチとヤムーは何のために武道会に？長い間封じ込められていた魔人ブーをよみがえらせるためには、汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれでわかったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ。あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これでスッキリしたわ。Wie ich den gegen den Berg fliegen gesehen habe. 頑張ってね、ご飯くん。魔導士バビディってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ごはんくん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。Erfahrungspunkte. Okay.Kommt jetzt noch der Cutscene, ne? Ganz ruhig irgendwie, weiß ich nicht, mich irgendwo hier rausschmeißen. Aber ich würde gerne den Part beenden, wenn es geht. Ich verlange nicht viel. Ich verlange nur, den Part zu beenden. Okay, okay. Sieht aber nicht gut aus. Oder? Obwohl doch sehr gut aus.Gut. Und da ist eine Sidequest. Natürlich ist eine Sidequest. Nam Kaioshin. Natürlich. Gut, dann muss ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter mit der Story und wir sehen dann, was es mit all dem hier noch auf sich hat. Ne? Wir müssen Babidi aufhalten, bevor der böse Majin Buu hier wieder erweckt wird. Ne? Und ja.Finde, das machen wir dann auch dann im nächsten Part hoffentlich, ne? Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.